Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Heute sprechen wir schon seit fast 3 Stunden über die 6 Prinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Angesichts der aktuellen politischen Lage mag es den Anschein erwecken, dass diese Debatte nicht zur richtigen Zeit geführt wird. In einer schwierigen weltpolitischen Lage, in der zum Beispiel in Europa wieder Imperialismus und Krieg zurückgekehrt ist, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg, in der viele Bürgerinnen und Bürger mit den sozialen Folgen der Inflation ringen und in der zahlreiche Menschen in Deutschland verunsichert sind, nachvollziehbare Zukunftsängste haben. Sollten wir dann nicht lieber über diese Alltagsprobleme statt über Nachhaltigkeitsprinzipien sprechen? Meine Damen und Herren, es gibt spalterische und politische Kräfte in unserem Land, die bewusst daraus Widersprüche und Gegensätze machen. Ihnen geht es darum, Ängste zu verstärken, Lösungen zu verhindern. Aber umso wichtiger ist es, dass wir heute klar machen, dass auf der einen Seite die alltäglichen Herausforderungen da sind, sowie auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und der Schutz von Umwelt und Klima keine Entweder-Oder-Entscheidungen ist. Beide Dinge gehören zusammengedacht, um mit aller Ernsthaftigkeit die großen Herausforderungen der Zukunft anzupacken und zu lösen. Deshalb ist es richtig und gut, dass wir diese Debatte heute hier führen, meine Damen und Herren. Deutschland, wir sind der Motor innerhalb Europas. Dies geht einher mit Verantwortung, nicht nur für uns national, sondern europäisch und global. Unsere Außen- und Innenpolitik, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind eng miteinander verzahnt. Eine nachhaltige Klimapolitik ist also auch eine Frage der nationalen Sicherheit und das Fundament sozialer Gerechtigkeit. Wir leben in einer globalisierten, vernetzten Welt. Krisen wie Kriege oder Pandemien machen niemals vor Ländergrenzen Halt und verstärken Alltagsprobleme vor Ort. Gleich verhält es sich auch mit Klimawandel als Konfliktursache und Treiber. Unruhen durch Ressourcenknappheit, Extremwetter, klimabedingte Flucht sind dabei nur ein paar Faktoren von vielen. Deshalb zählen wir als Deutschland mit zu den größten Förderern im Bereich der internationalen Klima- und Energiepolitik. Es geht dabei um effektiveren Klimaschutz und die Verbesserung von Lebensrealitäten und Bedingungen, insbesondere auch im globalen Süden. Kurzum, mit unserer globalen Verantwortung, die wir damit wahrnehmen, schaffen wir nicht nur neue multilaterale Bündnisse im Sinne von Frieden und Freiheit, sondern sorgen am Ende für sozialen Zusammenhalt, global, aber auch lokal, in unseren Städten, Gemeinden und unseren Nachbarschaften. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir unser Land anpassen für den Klimaschutz, damit am Ende alle, nicht durch fossile, sondern durch erneuerbare Energien, daran mitwirken können, dass Klimaschutz nicht nur zu Akzeptanz führt, sondern zu einem Gewinn für alle. Wir lassen niemanden zurück. Am Ende soll Klimaschutz für alle einen Gewinn darstellen, meine Damen und Herren. Global, national, lokal. 1/3 meines Lebens habe ich hinter mir, 2/3 mindestens stehen noch vor mir. Deshalb habe ich nicht nur persönlich für Sie und für mich das Interesse, dass wir diese Ziele umsetzen, sondern vor allem für die nachstehenden und nachfolgenden Generationen. Lassen Sie uns deshalb mit aller Kraft daran arbeiten, den Klimaschutz voranzutreiben. Und immer, wenn ich spreche, wechselt die Präsidentin den Präsident. Sie haben jetzt gestern auch so wie heute auch. Herr Kollege, Sie können jetzt auch das Pult verlassen. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, will ich darauf hinweisen, dass nach der bisherigen Zeiteinteilung wir um 1.46 Uhr fertig wären. Das wird es mit mir, wie Sie wissen, nicht geben. Ich werde jetzt sorgfältig darauf achten, dass die Zeiten wirklich eingehalten werden. Und vielleicht können die Geschäftsführer jetzt schon mal darüber nachdenken, welche Reden sinnvollerweise nicht unbedingt gehalten werden müssen, um das Profil zu bilden. Herr Brinkhaus, Sie sind der Nächste. Also so.